Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Es ist endlich mal wieder Montag. Eine wirklich ereignisreiche Woche liegt hinter uns und eine noch schönere Woche liegt vor uns, denn wir werden jetzt einen wunderbaren neuen duften Impuls kriegen. Und ich habe wieder natürlich einen besonderen Gast für euch. Erstmal herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Astrid Brüggemann. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da bin. Astrid und ich, was soll ich sagen, wir kennen uns auch noch nicht persönlich, haben uns über Zoom jetzt kennengelernt. Ich freue mich aber ganz, ganz doll, dass du dabei bist, denn es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, du machst etwas Besonderes. Du bist Lerncoach. Und tatsächlich hast du dich damit beschäftigt. Lernen ist ja so ein Thema. Aber wie kann man denn überhaupt das, was man lernen muss, möglichst schnell und effizient aufnehmen? Und so hast du selber eine Schnelllesemethode, nämlich Motion Reading, entwickelt. Und ja, selber bist du, glaube ich, auch eine Leseratte gewesen. Aber so Ja. bringst du halt Menschen wirklich das schnellere Lesen bei und hilfst ihnen somit auch dabei, wirklich ihr Lernen zu unterstützen. Denn ohne Inhalte ist das ja mal nichts. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das ist wunderbar. Vielen Dank. Ja, ganz genau. Dein dufter Ja. Impuls handelt sich um was ganz anderes. Und jetzt würde ich mal sagen, ich übergebe jetzt mal an dich und du und wir lassen uns mal von dir inspirieren für die Woche. Ja, sehr, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ja, mein dufter Impuls handelt heute von Intuition. Das ist für mich die Basis fürs Schnelllesen. Also ja, ich bin Schnelllesetrainerin. Ich habe alle Schnelllesebücher gelesen, die es auf dem deutschen Markt so gibt, die ich kriegen konnte, und auch alle wichtigsten auf dem amerikanischen, auf dem britischen Markt, und habe festgestellt, die meisten Methoden und Ansätze, die gelehrt werden heute noch, die stammen aus den 1960er Jahren. Und da dachte ich mir, also da muss es doch noch mal modernere Ansätze geben, und habe sehr, sehr viel gelesen. Und tatsächlich, die Intuition ist die Basis, dass wir die Informationen wesentlich schneller aufnehmen können, auch verarbeiten können, als wir das gewohnt sind, als wir das auch in der Schule gelernt haben. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Menschen eigentlich zweimal im Leben lesen lernen sollten, nämlich einmal als Kind, so Buchstabe für Buchstabe, und dann zweites Mal als Erwachsene, Buch für Buch. Ja, was hat es mit der Intuition zu tun? Wir nehmen Informationen auf, und zwar bewusst und unbewusst. Das ist jetzt kein Geheimnis. Wir nehmen wesentlich mehr Informationen unbewusst auf, als in unser Bewusstsein dringen, als die über die Bewusstseinsschwelle kommen können. Und wenn es uns gelingt, diese unbewussten Informationen also systematischer zu nutzen, als wir das bisher tun, dann können wir eben die Leseeffizienz vervielfachen. Und Schnelllesen in 10 Minuten als Impuls ist schwer. Deswegen dachte ich, dann stütze ich mich quasi nur auf diese Basis, mit der ich arbeite, nämlich die Intuition. Was ist das eigentlich? Das sind im Grunde alle unsere bewussten und unbewussten Erfahrungen, die wir so machen. Es gibt ja das Bild von dem inneren Kompass, das kennst du vielleicht. Wenn wir eine Entscheidung treffen oder wenn es darum geht, etwas abzuwägen oder auch etwas zu erkennen, uns ein Urteil zu bilden. Wir greifen immer auch auf unsere Intuition zurück. Und da ist natürlich die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Wie hat man denn eigentlich Zugang? Was kann man da tun, damit die Intuition stärker gehört wird für uns? Und es gibt im Grunde zwei Sprachen, in Anführungszeichen, zwei Wege, zwei Medien, mit denen wir zugreifen können auf unser inneres Wissen. Und das sind einmal innere Bilder, dass wir bestimmte Assoziationen haben zu dem, was uns gerade bewegt. Und der zweite Weg sind unsere Gefühle. Gefühle sind immer im Körper irgendwo verortet. Ein Gefühl ist immer mit einem körperlichen Eindruck verbunden. Und Menschen ticken unterschiedlich. Manche Menschen sind sehr, sehr gut haben eine sehr gute innere visuelle Vorstellungskraft. Die gehen dann eher über die inneren Bilder. Viele Menschen können aber auch gut über ihr Körpergefühl schauen. Das ist eine Frage der Beobachtung und auch so ein bisschen der Übung, dass man Dinge wahrnimmt, die man
die sehr subtil sind, kleine Zeichen, kleine Veränderungen in einem selber. Wenn man übt, darauf zu achten, hat man wirklich einen ganz hervorragenden inneren Kompass, der einen hervorragend leitet, was das Leben sehr leicht macht. Also ich genieße es sehr. Es gibt ein Aber. Immer nur auf die Intuition, auf das Bauchgefühl zu hören, kann auch in die Sackgasse führen. Das bedenkt man nicht. Ich höre oft, ja, man muss ja nur auf sein Bauchgefühl hören, eben dieser innere Kompass, der ist untrüglich. Das stimmt leider nicht ganz. Denn die Intuition beruht ja auf all unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dazu gehören auch unsere Ängste. Und dazu gehören auch Bias, nennt man das im Englischen, also kognitive Verzerrungen, dass wir etwas interpretieren, weil wir denken, dass etwas so sei. Es ist uns vertraut. In Wirklichkeit ist es nur das Naheliegende, weil wir das oft und oft und oft gedacht haben. Und so treffen wir Entscheidungen manchmal nicht, weil tatsächlich unser tiefes Wissen dafür spricht, sondern wir treffen sie einfach gewohnheitsmäßig. Fühlt sich gut an, Bauchgefühl sagt ja, alles klar. Hätten wir mal wirklich tiefer auf uns gehört, dann wäre uns aufgefallen, da gibt es noch andere Informationen, die gehört werden wollen. Also es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Herz und Kopf. Und ich bin ein großer Fan von Intuition. Ich musste mir das hart erarbeiten. Ich gehöre nicht zu den Menschen, denen das irgendwie in die Wiege gelegt wurde. Ich kenne auch heute noch Menschen, die einen weit schnelleren Zugang zu ihrer Intuition haben, als ich das habe. Das bringt mich aber vielleicht in die Lage, das Menschen auch besser beibringen zu können. Ich sehe es in der Wirtschaft immer wieder. Es werden Entscheidungen getroffen. Und wenn die Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden sollen, wenn gar nicht genug Datengrundlage vorhanden ist, um eigentlich auf eine faktenbasierte Entscheidung zu treffen, dann muss man einen guten Zugang zu der eigenen Intuition haben. Wenn jemand sehr erfahren ist, dann kennt man das auch, aber das ist unabdingbar, denn die Entscheidungen in der Wirtschaft, da geht es nicht nur um irgendwelche Zahlen oder um irgendwelche Gelder, sondern da geht es um Existenzen, da geht es um Menschenleben. Das merken wir ja auch jetzt in den Zeiten der Krise sehr deutlich. In der Bildung ist Intuition auch ganz wesentlich. Eines meiner Spezialgebiete ist Hilfe bei Prüfungsangst. Als Lerncoach. Ich kann Menschen innerhalb von einer einzigen Sitzung zeigen, wie sie ihre Prüfungsangst loswerden. Wie mache ich das? Mit Intuition. Ich verbinde die Menschen mit ihrer eigenen Intuition und wir schreiben die Angst quasi um und nutzen sie als Kraft und Anspannung, als Lernmotor gewissermaßen, der aber gleichzeitig sehr entspannt wirkt. Und Intuition in der Persönlichkeitsentwicklung ist mir auch immer ein großes Anliegen. Wir haben immer bestimmte Phasen in unserem Leben, in denen wir so feststecken, in denen das alles nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Wenn wir uns da gut mit unserem inneren Wesen, unserem inneren Kern verbinden, dann sind wir in der Lage, Dinge wahrzunehmen von anderen Ebenen. Normalerweise, wenn man irgendwo drin steckt, fehlt der Blick auf andere Schichten, auf andere Optionen, Handlungsmöglichkeiten. Und auch da hilft es unglaublich, wenn man sich auf sich besinnt und die eigene Intuition, diesen Kompass immer wieder ausgräbt, immer wissend und im Hinterkopf habend, oh Moment, es könnten auch Ängste sein, die uns da leiten. Da muss man, meine ich, sehr genau unterscheiden. Ja, wie entwickelt man Intuition? Im Grunde ist es etwas, was uns allen gegeben ist. Wenn man die beiden Sprachen, in Anführungszeichen, sich bewusst macht, innere Bilder und Gefühle, hat man eigentlich auch den Hebel schon daran, wie man Intuition entwickeln kann. Nämlich man braucht Zeit für sich, Achtsamkeit, das ist so ein ausgelutschtes Wort, aber es passt doch, dass man sich gut beobachtet, auf sich hört. Ich stelle immer wieder fest, es hilft sehr, wenn man sich ernst nimmt. Wenn man seine Seele bittet, gib mir ein Zeichen, dass ich verstehe. Sprich so mit mir, dass ich weiß, was du meinst. Und
wenn man diese Zeiten sich regelmäßig nimmt und auf sich hört und sich ernst nimmt, dann gewinnt das Leben, das ist meine Erfahrung auch, dass meine Klienten eine unglaubliche Leichtigkeit und gleichzeitig auch eine Tiefe. Ich finde es wunderschön. Also man kann Intuition systematisch lernen. Wer da mehr drüber wissen will, lass uns reden. Das war mein dufter Impuls für diese Woche. Macht es gut und hört auf euch. Dankeschön. Liebe Astrid, vielen, vielen Dank. Ich finde das sehr spannend. Du hast schon recht, dieser Begriff Achtsamkeit ist vielleicht ein bisschen zu häufig gehört, aber ohne Frage eine extrem wichtige Sache. Und gerade im Moment, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, damit wir wirklich gut mit uns umgehen und dann auch wirklich in uns reinzuhören und mit uns zu kommunizieren. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Idee, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Würde mich zu den Menschen zählen, die ganz gut mit ihrer Intuition arbeiten können. Aber ich glaube, ich werde das auch noch mal ein bisschen, ich werde mal achtsamer damit sein und mal gucken, wie ich wirklich auch mit mir kommuniziere. Vielen, sehr vielen schön. Dank für diesen wundervollen, duften Impuls. Ich fand es sehr, das hat mir ganz viel gegeben. Es war sehr lehrreich, fand es ganz interessant und aber vor allen Dingen auch wirklich jetzt einfach noch mal dieser Stups mit der Intuition und mit der Achtsamkeit, seine Intuition sozusagen wirklich auch zu erreichen, zu steuern, zu verbessern. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Astrid. Ich wünsche dir und ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Woche. Vielleicht nicht ganz so ereignisreich wie die letzte, aber eine tolle Woche und ja, seid achtsam, würde ich sagen. Alles Gute. Tschüss.